nimmt langsam Formen an. Unser Musterbrett von WCS. Das erste Gerät, worum wir uns unterhalten wollen, ist dieses Gerät in mehrfacher Ausführung. Es gibt die Kombi, es gibt den Wechselrichter, dazu gibt es noch einen reine kleinere Kombi und einen ganz kleinen Wechselrichter mit 600 Watt. Darüber unterhalten wir uns im nächsten Video detaillierter und dann stelle ich euch das Gerät mal komplett vor mit Display, Funktion und Anschluss und so weiter. Heute möchte ich euch nur mal kurz zeigen, unser Brett, noch nicht fertig, aber ein kleines Feature, ich halte es nicht aus, ich muss es euch einfach zeigen, wir haben hier einen Zündschlüssel, da simulieren wir einfach den Fiat oder das Wohnmobil und hier oben haben wir unseren Booster. Also das heißt, wenn ich jetzt hier einschalte, dann startet der Motor und schon macht der Booster, was er soll, leuchtet blau und lädt die Aufbaubatterie. Also eine richtig tolle Sache, da haben mir meine Jungs echt überrascht damit. Dann haben wir hier den Solarregler, der ist auch schon angeschlossen. Wir haben draußen die Solaranlage aufgebaut. Bringt jetzt aktuell bewölkt 0,5 Ampere, auch nicht schlecht. Tolle Sache, somit können wir hier immer unsere Aufbaubatterie laden. Die haben wir hier. Da unten haben wir unsere simulierte Starterbatterie. Und ja, so nimmt das Brett, unsere Mustertafel, immer schönere Formen an. Also, das nächste Video ist die Kombi dran, detailliert in allen Einzelheiten. In diesem Video allerdings kümmern wir uns erstmal um eine andere Neuigkeit. Es geht nicht um dieses Auto, aber um was es genau geht, ist in dem Auto und das schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an. Ja, herzlich willkommen bei Mega Caravan in Dingesbühl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr verzeiht meine leicht belegte Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet, aber ich glaube, das sind wir momentan alle oder sehr viele. Ich sitze hier in dem Auto von der Katja, in dem Tournee. Auch so ein kleines Versuchsfahrzeug. Wir gucken immer, was wir ja alles testen können. Und wir haben hier eine neue Situation eingebaut. Katja ist ja öfter mal auf Messen unterwegs und da braucht sie natürlich Internet. In dem Kastenwagen haben wir schon mal die Schwierigkeit, ist natürlich viel Blech um uns rum. Das ist so ein richtig schöner Käfig, da kommt man mit dem Handy immer schwer raus und somit hat man einfach immer ein Problem, wenn man arbeiten will mit dem Laptop, ist es einfach schwierig. Jetzt weiß ich, es gibt 1000 Varianten von LTE-Antennen und so weiter. Wir haben uns immer versucht, auf irgendwas Spezielles zu fokussieren. Und jetzt haben wir eigentlich die Ideallösung gefunden. Und die Geschichte, wo ich mega begeistert bin, die möchte ich euch jetzt in diesem Video präsentieren. Also, auf geht's! Erstmal zu ein paar grundsätzliche Daten von diesem Gerät. Wir sprechen über eine neue Art von Router. Das ist eine ganz tolle Firma, die den Router auf den Markt gebracht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch von den technischen Werten bin ich wirklich mega begeistert. Der Router kann 5G-Technologie, wie natürlich auch 4G-Technologie. Bei 4G-Technologie haben wir eine 12-Cut-Situation, was also wirklich eine ganz tolle Geschichte ist. Im 12-Cut-Bereich haben wir natürlich mega schöne Bandbreiten. Das ist also richtig schick. Und der Evo, also da gibt es zwei verschiedene Router. Das eine ist der 4G, der andere ist der 5G-Router. Der 5G-Router, der hat natürlich maximal bis 3400 Mbits im Download, 3,4 Gig. Maximal 1000 Mbit im Upload. Der 5G-Router, der ist der Pro, der hat LTE bis Cat 19. Also echt richtig geile Geschichte. Und dann eine 4x4 MIMO Dachantenne, 5G oder eine 5G Plus Dachantenne und so weiter. Also da kann man richtig spielen mit dem Ding. Und ist richtig, richtig gut. Also vom Empfang her, von der Qualität her, muss ich sagen, wirklich phänomenal. Das ist ein, ja,
ein toller Alternativruder für unterwegs, überall Internet zu haben. Und was er richtig, richtig gut macht, das haben wir hier mal ausgetestet, er fängt auch ganz easy das Gast-WLAN ein, weil ich hier auch ein Gast-WLAN habe von meiner Firma. Und das funktioniert tadellos, wo ich auch gleichzeitig Campingplatz Free-WLAN einfangen kann und dementsprechend das in mein Auto transportieren kann. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich muss sagen, ich habe mit den Jungs auch lang telefoniert. Was mich auch mega begeistert, ist die Oberfläche von dem Ganzen. Und das möchte ich jetzt mit euch mal ein bisschen genauer anschauen. Hier ist das schöne Teil verbaut. So schaut das Ganze aus, wenn er eingebaut ist. Da unten haben wir die Antennenstecker. Hier seitlich haben wir zwei SIM-Karten-Slots, LAN-Steckverbindungen hier eine ganze Menge und das da oben ist die Stromverbindung. Und wenn wir die ganze Geschichte jetzt einfach mal einschalten, dann schaut es so aus. Zack. Und es dauert jetzt ein bisschen, dann fährt er langsam hoch und kriegt dann entsprechend den Impuls und ich kann mich im WLAN verbinden. Wir sehen, er fährt hoch, dann ist das Ganze gelb. Wenn er sein Endziel erreicht hat, sage ich jetzt mal, dann erscheint das Ganze in grün und dann wissen wir, es ist bereit und wir können uns dann entsprechend mit dem WLAN verbinden. Klack, 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 klack. Dauert immer ein bisschen. Jetzt ist er grün. Das heißt, jetzt ist der Router bereit und ich blende jetzt mal rüber auf mein iPad. Wupp. Und hier sehen wir auch schon, da oben Evo ist unser Router. Den klicken wir jetzt einfach an, damit wollen wir uns verbinden und geben entsprechend das Passwort ein. So, das Passwort haben wir eingegeben. Ihr seht, ich habe jetzt hier den Haken. Ich bin bereits mit dem WLAN verbunden. Jetzt möchte ich mir natürlich noch die App holen und das geht auf eine ganz hervorragende Art und Weise. Wir gehen einfach in unseren Browser, geben dann in der Browseroberfläche http, na, Doppelpunkt, Backslash, Backslash und dann einfach 10.10.10.10 ein. Drücken auf Enter und schon bin ich auf der App. Das ist eigentlich schon alles. Diese App kann ich jetzt natürlich hier den Home-Bildschirm zufügen. Gehen wir mal hier runter zum Home-Bildschirm hinzufügen, hinzufügen. Und jetzt habe ich die App auch schon hier. Das heißt, ich muss mich nicht ständig über den Browser installieren, sondern in der Konstellation. Und jetzt gehe ich da drauf und schon sehe ich all meine Daten. Ich habe hier einen Empfang im Mika-Gastnetz. Er ist aber jetzt noch verbunden mit seiner SIM-Karte. Ich kann jetzt hier anwählen, automatisch wechseln. Das heißt, er gibt automatisch immer ins Gastnetz und nimmt das freie WLAN, wenn verfügbar, oder eben Gast-WLAN. Das kann man hier auf Automatik stellen. Dann wählt er das immer automatisch. Hier haben wir die SIM-Karten. SIM-Karte 1 ist aktiv, sehen wir hier. Das ist von der Installation her auch so easy. Man gibt einfach nur seinen PIN ein und alles ist schon erledigt. Alles macht der Router selbstständig im Hintergrund und wählt immer die Idealeinstellungen. Ich kann auch eine zweite SIM-Karte einlegen, kann zwischen der hin und her switchen. Hier habe ich meine ganzen WLANs, was hier überall zur Verfügung steht. Und hier habe ich noch kleine Setup-Einstellungen, wo man noch verschiedene Dinge einstellen kann, wo man natürlich sein Passwort ändern kann und so weiter und so fort. Und das war's schon. Es ist ganz simpel und relativ einfach, relativ sehr einfach von der Bedienung her. Es macht richtig Spaß und ich habe es ausgetestet. Ich habe einen mega, mega guten Empfang. Auch begeistert mich, dass ich eine wunderbare hier vorhandene Kurzanleitung habe. Ihr seht's. Es ist eine wunderschöne Kurzanleitung dabei, wo alles exakt beschrieben ist, relativ einfach bebildert. Man muss gar nicht viel lesen. Und das Schöne ist, das ist wirklich der erste Router, wo das auch ohne Probleme funktioniert. Also das ist, macht richtig, richtig Laune, wo man dann die ganzen Einstellungen machen kann. Und ratzfatz ist man dann dementsprechend mit dem Gerät verbunden und kann im Netz surfen.
Also ich muss sagen, es ist rundum eine richtig schöne Sache, eine richtig tolle Sache. Ich habe hier Internet für unterwegs, permanent. Was soll ich sagen? Also da fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Bei einem 4G 19 Cut, 5G Router mit einer tollen Dachantenne, mit einer sehr leistungsstarken Empfangsqualität und einem Router, der alles im Hintergrund vollautomatisch macht. Wow, ich bin mega begeistert und das finde ich richtig, richtig toll. Das ist jetzt das zweite Gerät, was wir verbaut haben. Über den ersten Einbau wird es auch von dem Kollegen noch ein ausführliches Video geben mit Vergleiche zu anderen Antennen, die ich per se gar nicht so anstrebe, weil ich schon viele, viele Antennen verbaut habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das Maß aller Dinge für mich bisher. Und darauf werden wir uns auch ein bisschen fokussieren, weil das macht einfach Riesenspaß. Das ist von der Installation her schön. Ich kann einen guten Support liefern, weil die Bedienfreundlichkeit da ist. Das begreift auch ein Nicht-EDV-Mann ohne große Probleme. Und er funktioniert einfach. Das ist einfach toll. Also dazu muss ich nur sagen, toll. Mega, mega Gerät. Ich bin mega begeistert und ich glaube, wir wissen, was wir in Zukunft empfehlen werden, weil da kann ich sagen, mit ruhigem Gewissen, da geht es richtig zur Sache. Ja, ihr seht's, ich bin hellauf begeistert von dem Gerät, einfach weil es funktionell ist. Und ich bin jetzt ganz, ganz ehrlich, ich kenne mich auch bedingtermaßen darüber aus, aber ich bin natürlich kein Crack, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Kunden auch von mir, die sind da wesentlich affiner wie ich. Und ich wurde aber da immer wieder gefragt, Mensch, hast du nicht einen guten Tipp, was für Antenne können wir nehmen, beziehungsweise was für ein Router, was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Hast du da irgendwelche Tipps, Tricks, Möglichkeiten, was es gibt? Und da muss ich immer sagen, Leute, ich weiß es nicht, wir müssen gucken, ich mache mich schlau, ich kenne halt nur das, was es auf dem Markt gibt, das eine wird heiß, das andere schaltet ab, das andere ist zu kompliziert. Ich habe schon 5G-Router verbaut, die aber von der Oberfläche her sehr komplex sind, ist aber für den Camper, für den alltäglichen Nutzer, für den einfachen User eigentlich überhaupt kein Thema, wenn ich Einstellungen habe mit 28 Seiten und so in die Tiefe gehend, wo sich kein Mensch mehr auskennt. Und ich habe mit denen Jungs auch hier länger telefoniert, wo ich vergewissert worden bin, dass dieser Router das im Hintergrund alles vollautomatisch macht und ich mich um keinen Einstellungsbereich wirklich kümmern muss, weil das alles der Router erledigen kann und immer das Bestmöglichste rausholt. Das ist schon richtig geil. Und auch über Fan-Updates dementsprechend das Gerät immer abgedatet wird, sodass wir auch da immer auf dem neuesten Stand sind. Das sind schon Dinge, die richtig, richtig gut sind. Wir haben dann auch noch verschiedene Frequenzbereiche, wo der Router funktioniert. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so der absolute Profi, 5G Highband, 5G Midiband, Lowband. Also das sind dann verschiedene Gigahertz-Frequenzen, wo da gesendet wird. Auch das macht der Router alles selbstständig, holt immer den bestmöglichsten Empfang auch raus. Das ist natürlich für mich als User das Wichtigste, dass ich halt einfach hier sitze und habe dementsprechend sauberen Empfang und muss mich nicht kümmern. Und das ist natürlich schon, ja, ich finde, eine tolle Geschichte. Wie gesagt, ich bin mega begeistert. Im 5G-Betrieb sind unfassbare 3,4 Gigabit pro Sekunde. Wow, das ist schon echt eine Leistung, ne? Also das Ding, die Zahlen, die fliegen hier schon echt um die Ohren. Ich lese mal einen Absatz hier vor. Ich muss da auch immer noch spicken, weil das alles relativ neu ist. Bei unserer Testfahrt erreichten wir erstaunliche 960 Megabit pro Sekunde. Wenn kein 5G verfügbar ist, arbeitet das Modem im LTE-Netz mit maximalen 1,6 Gigabit pro Sekunde. Steht Ihnen ultraschnelles Internet zur Verfügung? Also das sind schon Werte, die sind schon richtig geil. Die verfügbare Mobilfunkgeschwindigkeit ist vom Provider, Standard und Netzausbau natürlich abhängig.
logisch. Wir sind immer abhängig von, welche SIM-Karte habt ihr. Die sind nämlich in der Geschwindigkeit oft begrenzt. Also da bitte aufpassen, welchen Tarif ihr habt. Also nicht jede SIM-Karte, nur weil ich Internetvolumen habe, habe auch schnelles Internet. Da muss man gucken. Und dann ist es natürlich abhängig von der Situation, Netzausbau, wo befinde ich mich. Da ist natürlich auch die Geschwindigkeit ein Riesenthema. Also ich muss sagen, immer wieder mega begeistert. Und am begeistertesten bin ich eigentlich von der Leichtigkeit der Oberfläche, der Bedienbarkeit. Ich möchte einfach nur, dass es funktioniert. Ich möchte nicht, dass es riesenproblematisch ist. Und wenn ich das möchte, kann ich mit dem Teil sogar noch meinen eigenen Hotspot kreieren. Wenn ich hier Gäste habe um mich rum, die ich sage, komm, dann nimm mein Internet, dann kann ich noch einen Hotspot aufmachen, muss ich nicht direkt in mein Netz reinlassen, sondern kriegt da ein Gast-LAN zur Verfügung stellt, Gast-WLAN zur Verfügung stellt, auch das ist möglich. Also ihr seht schon, die Grenzen bei dem Gerät sind unfassbar. Also das ist schon richtig, richtig cool. Ein Vierfach-Switch hat er an drin mit Wahnsinn. Also ich finde das Gerät richtig, richtig gut. Wir werden das hier in dem Fahrzeug ausgiebigst austesten. Katja wird euch berichten, ich werde euch berichten, wie das Ganze ausschaut. Auch toll, wir haben hier verschiedene Antennen zur Verfügung. Hier haben wir jetzt die Haifischflosse oder Dachfinne drauf gemacht, die auch verschiedene Frequenzbereiche hat, im Lowband, Midband, Highband und ISM-Band. Also auch da richtig cool. Dann werden auch gleich die Einbausituationen dementsprechend dargestellt. Also da muss ich sagen, ganz tolle Sache, super geile Geschichte. Und ich wollte euch das einfach nur vorstellen, weil die haben wir ab sofort bei uns im Programm und werden die auch richtig, richtig auf Herz und Nieren durchprüfen. Ja, ich bin am Ende. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und genießt die Zeit. Bis zum nächsten Video. Nächste Woche mache ich das Video über den Kombi-Wechselrichter WCS, wie ich vom Anfang an, also Anfang des Videos schon mal angedeutet habe. Und da gehen wir mal ins Einzelne und zerlegen die ganze Geschichte. Also, ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und wenn ihr verrückt seid, schenkt ihr mir einen Daumen nach oben oder ein Like. Und ganz verrückt, dann eben die Klingel drücken und den Kanal abonnieren. Also, dann verpasst ihr nichts mehr. Gute Zeit, macht's gut, euer Micha. Ciao, ciao.